So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Gaming. Martin, mein Name, Limbo Teil 2. Steht an, wir haben in der ersten Folge hier unser Ende gefunden, vor diesem See. Mit insgesamt, wie es aussieht, zwei oder drei Leichen. Eine ohne Kopf, eine da drunter, die sich irgendwie nach oben hin zu strecken scheint und eine dort hinten am Ufer. Tja, wie es aussieht, werden wir dieser hier als Sprungchance nutzen. Und da kommt schon der nächste, der hat irgendwas am Kopf. Tja. Also dafür, dass die Seelen hier in Schaff es, Gott sei Dank, dass die Seelen hier unverschuldet sich aufhalten müssen. Es ist echt eine ungemütliche Gegend. Naja, der Begriff Vorhölle sagt da ja schon einiges. So, was ist mit dir da drüben? Ich gehe davon aus, dass du davon ausgehst, dass ich hier runterspringe. Das werde ich aber nicht machen. Wie sieht's aus? Möchtest du nicht eher da runterspringen? Oder Idee? Machst du da hinten was? Nein, du hast nur was angedeutet. Wir machen das anders. Wir holen hier deinen Partner. Oder einen deiner Partner. Wir kommen nur an den hier ran. Aber der soll's auch tun. Dich schieben wir. Nein, nein, nicht drüber gehen. Schieben. Und dann kannst du mal gucken, was passiert, wenn da jemand runter fällt. Nur halt nicht der, den du da unten gerne haben willst. Schau mal. Ach, jetzt bist du weg. Oh, das hat sich ungesund angehört. Da ist die Musik auch wieder weg. Weil die Musik jetzt auch nicht unbedingt freundlich gesinnt war. Und unser Kollege hier rechts, der hat sich ebenfalls verdrückt. Die Viecher da oben. Ich finde die Gebisse von denen sehr cool, wie die da leuchten. Boah, sabberst mich hier voll. Mann, erinnert mich ein bisschen an Alien. Diese Viecher, die da aus der Brust rausbrechen. So, keine Falle, keine Falle. Und hier haben wir noch so einen, der da im Licht sitzt, mit dem Ding am Kopf. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall schon mal mehr Technik als vorher. Jetzt ist die Frage natürlich die, was ist der Auslöser? Der Knopf oder das nebendran? Naja. Glück gehabt. Okay, hier wird's wohl andersrum sein. Immerhin ist die Schaltfläche hier deutlich kleiner. So. Mensch, ihr bringt euch hier alle gegenseitig um, kann es sein? Ich kann mich offenbar nicht ducken. Das war zumindest mein Initialgedanke. Oh Mann, hey. Oh Mann, hey. Und ich wollte schon sagen, die sind nicht gerade die hellsten. Wobei man aber auch gestehen muss, die sind hier schon deutlich länger als wir. Also noch einmal. Und mit dem Fuß hängen geblieben, wie es aussah. So, und diesmal rennen wir gleich weg. Wollen uns hier erst gar nicht treffen lassen. Und einmal drüber. Oh, und er hat es nicht geschafft. Mensch, Mensch, Mensch. So. Und wenn der andere ein wenig wach im Geiste war und auch im Körper, dann hätte er das sehen können. Aber er war wohl, naja, verständlicherweise etwas abgelenkt. Wäre ich an seiner Stelle auch. Tja, und da unten liegt der Dritte.
Oh Kinder. Zum Glück geht ihr auf die Schule. Zumindest solltet ihr das. Wenn man sich vorstellt, dass ihr im Erwachsenenalter immer noch so drauf wärt. Hier haben wir eine etwas erfreulicher, stabilere Leiter. Zahnräder, wenn man so will. Und ein Seil. Okay. Du gehst wieder runter. Ja. Da oben ist noch ein Seil. Und hier haben wir einen Karren. Warum diese Karren hier wohl stehen? Alleine des, naja, des Rätsels wegen oder tatsächlich auch mal mit Sinn und Zweck? Im Hintergrund sieht man ja einiges an Rohren mittlerweile und Zahnrädern. Als sei das hier eine Bergbaustation oder irgendwas in der Art. Und das dreht sich auch noch alles. Das ist also noch intakt. So, wir werden dann natürlich nicht uns komplett herunterlassen, sonst gehen wir ja drauf. So. Und jetzt heißt es wohl flink einmal drumherum. So. Komm hoch, 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 hoch. Ah, Gott sei Dank. Das war knapp. Sowohl dem Erreichen des Seils als auch, wie der sich da dran geschwungen hat. Da kann man im Kopf leicht hängen bleiben. So, wenn die ungefähr gleich hoch sind, dann sollte das doch gehen, oder? Ja, wunderbar. Aha. Sehr schön. Das sind ziemlich massive Felsblöcke oder eventuell auch Metall. Da hinten ist ein riesiges Rohr. Und schon sind wir wieder im Wald, wie es aussieht. Was haben wir denn da? Sieh an. Irgendwas in Richtung Frosch. Und leuchtende Pilze. Die Pilze gefallen mir sehr gut. Sie scheinen nur sehr unangenehm zu riechen. Bei all den Fliegen. Oder sie sind sehr süß. Könnte ich mir vorstellen. So, da haben wir etwas hängen. Er hat es auf jeden Fall im Blick. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Tja. Und schon wirkt es, als ob wir zu viel vom Falschen hätten. Aber es ist ganz nett gemacht mit dem Vorder- und Hintergrund, den Baumkronen und den Stämmen. Das ist schon schick. Wir können rennen und wir können springen. Glücklicherweise. So, von denen wissen wir, dass sie das nur zu gerne verspeisen. Und dieses Vieh scheint das Licht nicht zu mögen. So kommt er. Futter. Tja, hab leider nur eins. Lasst es euch schmecken. Zurück kommen wir auch nicht mehr. Also weiter vorwärts. Und die Musik verheißt schon mal nichts Gutes. So, was haben wir hier? Riesige Maschinen, wie es aussieht. Ein Hebel. Andere Richtung, genau. Okay. Da passiert nicht mehr. Rohre. Ah, sieh an, jetzt sind die Pilze natürlich oben. Und du rennst wieder von mir weg. Kann ich dir was von diesen Pilzen hier besorgen? Na? Ah, sieht so aus. So. Wenn du in diese Richtung wegrennst, dann soll ich dich wohl in die andere Richtung locken. Naja, locken ist wohl der falsche Begriff. Drängen. Trifft's da wohl eher. Oh, ist das gemein.
Alter, jetzt kannst du dich hier zu Tode laufen. Es tut mir echt leid für dich. Okay. Muss ich offenbar halten. Da hinten überhitztes Ohr. Guck an, wir haben Regen gemacht. Das ist ja cool. So eine Maschine bräuchten wir hier. Erinnert ein bisschen an Frankenstein. Mit dem Blitz und dem Monster Leben erwecken. Nur dass das hier wohl ein wenig realistischer ist, denke ich mir. Und da kommt das Wasser. Dich werden wir wohl hier umleiten müssen oder können. Da füllt es sich. Aber da kommen wir dann natürlich nicht weiter. Wir brauchen den Baumstamm. Schritt für Schritt läuft das Ganze hier. Mensch, ertrink mir hier nicht. Schon wieder. Das sage ich nur mal im Voraus. So, hier ungefähr. Komme ich von hier dann noch rüber? Ja. Das Wasser läuft auch ab. Das heißt, hier ist wieder Timing angesagt. Wir schwingen uns schon einmal. So. Die Rohre scheinen exakt ineinander zu passen. Ein glücklicher Zufall, wie ich meinen möchte. Oder perfekt konstruiert. Und da hinten scheint sich ein See anzusammeln, wenn er nicht schon vorher da war. Wäre ja durchaus möglich, nach dem, was wir hier gerade gemacht haben. Das sieht nicht so gesund aus. Das sollten wir wohl nicht reinfallen. So, einmal hoch. Und schon sind wir wieder in einer Art Höhle. Aber keine natürliche diesmal, das steht fest. So, okay, wenigstens keine Falle. Hier wäre eine Kiste. Können wir die ziehen? Na? Die können wir ziehen, tatsächlich. Das Wasser ist ja ganz schick gemacht. Das finde ich sehr schön. Okay, ist das hier ein Hebel? Tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den zurücklegen kann. Schauen wir mal hier oben, ob da eventuell noch was ist. Nicht, dass wir hier irgendwas auslösen. Hier haben wir dich. Okay. Ich können wir öffnen. Da oben ist eine Leiter. Dann legen wir den Hebel doch mal um. Okay. Okay. Wir können den Hebel offenbar nicht zurücklegen. Dann werden wir die Kiste hier wohl vorher schon herholen müssen. Und durch diese Schleuse schleusen. So sollte das gehen. Wunderbar. Und einmal rüber. Wunderbar. Und jetzt heißt es Tempo, denn das Wasser steigt ziemlich schnell. Und einmal auf die Kiste. Oh, Junge, Junge, auf die Kiste hier. Aber nicht wegtreiben. Die
Dorn da oben. Ein wenig übertrieben, aber eindeutig. So, schnell die nächste Kiste, die ist beschädigt. Dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt nicht draufgehen. Oh Junge, Junge. Und springen. Das ist ja schick mit der kaputten Kiste. So, hier runter. Okay, da fließt das Wasser glücklicherweise ab. Die Frage ist nur komplett oder kommt es hier wieder? Oh Mann, es kommt. Und da kommt irgendwas mit hoch. Ich habe nur keine Ahnung, was. Ach, guck an. So, jetzt aber schnell. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, du bist da in Position. Jetzt aber komm, 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 komm. Oh Mann, Mann, Mann. Das war aber echt knapp. Ich hatte mich da ein wenig doof angestellt. Ich hatte Sorge, dass ich durch den Schlitz da durch... hätte durchfallen können. So, und jetzt? Okay. Nicht umkippen, nicht umkippen. Nein, 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 nein. Andere Richtung. Und hoch. Und jetzt hurtig voran, bevor das Wasser uns wieder erreicht. Denn ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten. Da hätten wir noch einen Hebel. Okay. Und jetzt? Okay, das trifft ja das Thema Schleuse noch besser als das vorhin. So ähnlich wie bei den Schiffen. Kommen wir da rüber? Sinkst du ab? Nein. Okay, kommen wir da rüber? Ja. Da hinten ist eine Leiter. Okay. Dann gehen wir hier doch drauf. Auf die Kiste. Und darüber. Oh Mann, Mann, Mann. Nein! Oh. Da macht man es erst richtig und dann falsch. Macht's richtig, um letztlich doch zu scheitern. Aber gut, jetzt wissen wir, wie das geht. Das ist ja nicht so kompliziert. Der Trick ist offenbar, den Hebel hier wieder zurückzulegen. Denn wenn der große Klotz da rechts oben runterkommt, dann drückt er das Wasser unten natürlich durch. Aber ist ganz schön, hier mit dem Wasser zu arbeiten. Nicht einfach nur Pfützen oder die Sache mit dem See, sondern das Ganze tatsächlich ins Spiel mit zu integrieren. Das ist schon sehr nett gemacht. So. Und einmal rüber. Sehr gut. Und weiter geht's. Hier liegen wieder diese Viecher auf dem Boden. Oh, wir können die sogar treten. Mann, was ist das für ein Ort? Also das mit dem Wald, das hätte ich ja noch irgendwo... das ist mir nicht klar. Das mit dem Wald hätte ich ja noch irgendwo nachvollziehen können. So als Limbo, ne? Aber... das hier... leben die da dann... schon seit Jahren und bauen sich irgendwas auf, oder wie soll man das verstehen? Oh oh. Oh verdammt. Kommst du da hoch? Nein, du kommst da natürlich nicht hoch.
Ja, das ist auch nicht gerade die effektivste Art zu leben, was diese weißen Viecher da angeht. Wir müssen irgendwie die Kiste darüber holen. Am besten, wenn er nicht gerade zu uns rüber schwingt. So. Und da fällt offenbar Abfall runter. Zack. Und hoch. Und rüber. Da ist schon das Licht. Dann geht's in die andere Richtung. So, jetzt ist die Frage, ob der Apfel uns hier Probleme machen kann. Ich bin mir da nicht sicher. Ah, okay, wir können hier hoch und runter klettern. Das macht uns offenbar nichts aus. Der wirkt ein bisschen, als ob er im Hintergrund wäre. Das Rohr dagegen nicht. Also gehen wir davon aus, dass er uns Probleme macht. Einmal rüber, einmal runter, einmal runter. Da ist schon wieder das Wasser. Und einmal rüber. Oh, oh, oh. Natürlich. Warum auch nicht? Jetzt aber schnell. Und das ganze Bild kippt sich hier komplett. So, rüber. Das müsste mit der Physik ist hier ganz schön gemacht. So, jetzt wo müssen wir hier hin? Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir die Kiste holen? Ja, ich habe da meine Zweifel. Nee, das macht gar keinen Sinn. Die bleibt ja dann da oben hängen. Ah, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Verdammt. Wir müssen hier einmal rüber. Denn wir werden da oben ja nach rechts entlang müssen. Tja, das ist jetzt offenbar schon zu spät. Scheiße. Ja. Wir konnten ja nur in eine Richtung uns vorwärts bewegen. Okay, wir spawnen schon hier. Oder besser gesagt, respawnen. Das ist ja auch, was ich mal gehört habe, dass es dem Spiel angekreidet worden ist. Mensch, was ist mit der Framerate los? Dass die Respawn-Punkte hier zu einfach gesetzt sind. Weiß ich nicht so recht, ob das jetzt zutrifft. Wenn man bedenkt, dass das Timing hier als schon recht genau sein muss. Soll mich das jetzt nicht sehr stören? So, jetzt einmal hier hoch. Und die Framerate, die kriegt sich hoffentlich auch wieder in den Griff. Keine Ahnung, warum das hier gerade so einstürzt. So, jetzt hoffentlich werden wir davon nicht regelrecht abgeschossen. Weil da kommt er jetzt schon mit. Na, er kommt langsam hoch. Okay, er kommt langsam. Hier, etwas in der Art hatte ich befürchtet, nur extremer. So, jetzt einmal rüber. Und nicht aufspießen lassen. Scheiße. Ah, wir können ja nicht stehen bleiben. Verdammt. Wenn man nicht an alles denkt. Also gut, noch einmal. So, das schaffen wir hier aber noch. Das wäre doch gelacht. So, rüber. Und rüber.
denn jetzt hier lang? Das Ganze nochmal und diesmal warten wir, bis diese Dornen da, oder was auch immer das ist, nicht mehr im Weg sind. Ein wenig Geduld ist hier gefragt. Wer da dann doch zu hektisch ist, wie ich gerade, der bezahlt mit seinem Leben. Das ist ein sehr unverhältnismäßiger Preis. Möchte ich nur mal angemerkt haben. Aber da wir ja unendlich davon haben, ist das auch weniger ein Problem. So, jetzt gehst du hier rüber. Und dann wird das hier abgebissen. Jetzt müssen wir checken, wo es lang geht. Okay, offenbar eindeutig die Leiter hier hoch. Ist da ein Seil? Bin nicht gerade sicher. Steigt das Wasser noch? Nein, das steigt nicht mehr. Okay. Da ist tatsächlich ein Seil. Aber da kommen wir offenbar nicht mehr ran. Kann das sein? Nee. Hier irgendwie sich entlanghangeln? Nein. Wahrscheinlich hätten wir das machen müssen, als das Wasser noch nicht da war. Das blockiert uns ja um einiges in unserer Sprunghöhe. Aber immerhin, wir sind aus dem Untergrund hier raus. Wieder an der Oberfläche, es regnet immer noch. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Hintertor Nummer 1 rechts und Hintertor Nummer 2 links. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Game Inc. Limbo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis auf dann.